die Aufgabe 1 geht es um das Redoxpotential und den Stoffumsatz an Elektroden. In diesem Video befassen wir uns mit der Aufgabe 1a. Die Aufgabe lautet: Eine Kupferelektrode bestehend aus einem Kupferblech in einer Kupferchloridlösung mit einer Konzentration von 0,01 mol pro Liter und eine Chlorelektrode, die aus einem Platinblech, das mit Chlorgas mit einem Bar umspült wird, und einer Chloridlösung mit einer Konzentration von 0,02 mol pro Liter besteht, werden zusammengeschaltet. In dem Teil A sollen wir ermitteln, wie das Redoxpotential der Kupferelektrode ist und charakterisieren, ob es sich bei dieser Elektrode um eine Anode oder Kathode und ob es sich um einen Pluspol oder um einen Minuspol handelt. Zunächst schauen wir uns die Kupferhalbzelle nochmal genauer an. Diese besteht aus einem Kupferblech, das in eine Kupferchloridlösung eintaucht, in der die Kupfer-2-Plus-Ionen eine Konzentration von 0,01 mol pro Liter haben. Das heißt, die Lösung besteht einmal aus Kupfer-2-Plus-Ionen und aus Cl-Ionen. An einem Kupferblech findet die folgende Reaktion statt. Aus Kupfer 2 plus und 2 Elektronen wird elementares Kupfer, oder auch umgekehrt. Nun berechnen wir das Redoxpotential der Kupferhalbzelle. Das Standard-Elektronenpotential von einem Redoxpaar Kupfer und Kupfer 2 plus beträgt plus 0,34 Volt. Dieser Wert ist aber bei Standardbedingungen, aber wir haben ja nur eine Konzentration von 0,01 mol pro Liter an Kupfer 2 plus Ionen. Daher müssen wir das Redoxpotential umrechnen. Dies geht mit dieser Formel. Das Redoxpotential ergibt sich aus dem Standardelektronenpotential und wird dann um einen bestimmten Wert korrigiert. Zur Vereinfachung kann der Wert verändert werden, indem 0,059 durch die Anzahl der übertragenen Elektronen geteilt wird und dann mit dem Logarithmus von der Konzentration der oxidierten Form durch die Konzentration der reduzierten Form multipliziert wird. Nun setzen wir die Zahlen ein, einmal das Standardelektronenpotential von plus 0,34 Volt. Die Anzahl der übertragenen Elektronen ist 2, wie wir schon in der Reaktionsgleichung gesehen haben. Die Konzentration der oxidierten Form entspricht der Konzentration der Kupfer-2-Plus-Ionen, also 0,01 mol pro Liter. Und die der reduzierten Form ist 1, da es sich ja um einen Feststoff handelt und nicht um eine Lösung. Es ist ja ein Kupferplatscher, an der sich noch weiteres elementares Kupfer abscheidet. Dadurch können wir dann nur noch den Logarithmus von der Konzentration der Kupfer-2-Plus-Ionen nehmen. Insgesamt erhalten wir dann den Wert plus 0,28 Volt. Im zweiten Teil sollen wir bestimmen, ob es sich um eine Anode oder Kathode und ob es sich um einen Pluspol oder einen Minuspol bei der Kupferelektrode handelt. Dazu gucken wir uns die beiden Halbzellen zusammengeschaltet an. Auf der linken Seite haben wir die Kupferelektrode und auf der rechten Seite haben wir die Chlorelektrode. Beide sind verbunden mit einem Leiter, in dem Elektronen fließen können. Zudem sind sie über eine Salzbrücke verbunden, in dem Gegenionen zum Ladungsausgleich beitragen können. In der Kupferelektrode haben wir wieder ein Kupferblech, was in eine Kupferchloridlösung eintaucht. Also haben wir wieder Kupfer-2-Plus-Ionen und Cl-Ionen in der Lösung. Und wir haben wieder die Reaktionsgleichung, die wir schon bereits gesehen haben. Auf der rechten Seite haben wir die Chlorelektrode. Dort taucht ein Platinblech in eine 0,02 molare Chloridlösung. Also haben wir Cl-Ionen in der Lösung. Zudem wird Chlorgas mit 1 Bar in die Lösung eingeleitet. Also umspülen Chlormoleküle das Platinblech. Die Reaktion, die stattfinden kann, lautet, dass aus 2 Chloridionen ein Chlormolekül und 2 Elektronen werden oder umgekehrt. Nachdem wir uns einen Überblick verschafft haben, schauen wir uns die genauen Zahlen an. Das Standardelektronenpotential von einem Redoxpaar Chloridion und Chlormolekül liegt bei 1,36 Volt. In diesem speziellen Fall liegt das Redoxpotential bei 1,31 Volt. Wie dieser Wert berechnet wird, seht ihr in dem Video zum Teil B der Aufgabe. Das Redoxpotential der Kupferelektrode ist plus 0,28 Volt, wie wir bereits berechnet haben. Damit ist das Redoxpotential der Chlorelektrode größer als das der Kupferelektrode. Daraus folgt, dass Kupfer oxidiert wird. Wenn wir uns das dann nochmal in den zusammengeschalteten Halbzellen genauer angucken, werden Kupferatome zu Kupfer-2-Plus-Ionen oxidiert und es entstehen 2 Elektronen. Hingegen werden Chlormoleküle mit 2 Elektronen zu 2 Chloridionen reduziert. Da an der Kupferelektrode die Oxidation stattfindet, handelt es sich hierbei dann also um die Anode. Zudem ist es der Minuspol, da die Elektronen vom Kupferblech zum Platinblech hinwandern. Also ist der Minuspol an der Kupferelektrode und der Pluspol am Platinblech, also der Chlorelektrode. Bei einer Elektrolyse wäre es genau umgekehrt.